auf den Seiten OA und OB eines in O rechtwinkligen Dreiecks OAB konstruiert man die Quadrate OACD und OBEF außerhalb des Dreiecks OAB. Beweise, dass die Höhe des Dreiecks, die O enthält, und die Geraden AE und BC sich in einem Punkt schneiden. Hier ist dieses Dreieck OAB rechtwinklig am Punkt O. Und hier sind die zwei Quadrate außerhalb dieses Dreiecks aus den Angaben. Wir wählen das Bezugssystem so, dass klein a und klein b streng positive Zahlen sind. Hier ist die Gerade BC. Ihre kartesische Gleichung schreibt sich y minus b gleich minus a minus b geteilt durch a minus 0 mal x minus 0, also so. Die Gleichung können wir so umschreiben und sie so in einfacher Form bringen. Jetzt die Gerade AE. Ihre kartesische Gleichung ist y minus 0 gleich b minus 0 geteilt durch minus b minus a mal x minus a. Also so oder auch so. Wir nennen den Schnittpunkt der zwei Geraden BC und AE I. Um die Koordinate von diesem Schnittpunkt I herauszufinden, lösen wir das Gleichungssystem, gebildet durch die kartesische Gleichung der Geraden BC und die kartesische Gleichung der Geraden AE. Wir werden das Cramer-Verfahren anwenden, deshalb wurden die unabhängigen Glieder rechts vom Ist-Zeichen gesetzt. Berechnen wir zuerst die Determinante D von diesem System. Die erste Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von x und die zweite Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von y. Wir berechnen die Determinante durch a plus b mal a plus b minus b mal a, also a plus b im Quadrat minus ab. Das heißt, a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat minus ab oder auch a Quadrat plus ab plus b Quadrat. Und da die beiden Zahlen a und b streng positiv sind, ist diese Determinante nicht 0. Sie ist immer streng positiv. Also können wir das Cramer-Verfahren anwenden. Die unbekannte x erhält man durch diesen Bruch. Der Nenner, das ist die Systemdeterminante d, und der Zähler ist die Determinante, die man erhält, indem man in d die erste Spalte ersetzt durch die unabhängigen Glieder, hier also ab und ab. Wir berechnen diese Determinante durch ab mal a plus b minus ab mal a, also so. Und das führt dann sehr schnell zum Wert für x, ab Quadrat geteilt durch a Quadrat plus ab plus b Quadrat. Wir erhalten y, indem wir diesen Bruch bilden. Der Nenner, das ist die Systemdeterminante d, und die Determinante im Zähler ist die, die wir erhalten, indem wir in d die zweite Spalte ersetzen durch die Spalte der unabhängigen Glieder ab und ab. Wir rechnen also a plus b mal ab minus b mal ab. So erhalten wir als y-Wert a Quadrat b geteilt durch a Quadrat plus ab plus b Quadrat. Der Schnittpunkt I von diesen beiden Geraden BC und AE hat also als Abszisse x diesen Bruch und als Ordinate y diesen zweiten Bruch, also so. Um die gefragte Eigenschaft zu beweisen, reicht es zu beweisen, dass die Vektoren OI
und AB orthogonal zueinander sind. Das heißt, es reicht zu beweisen, dass das Skalarprodukt von diesen zwei Vektoren gleich 0 ist. Das machen wir mit den Koordinaten. Die Koordinate des Vektors OI, das ist diese Koordinate von I, und die Koordinate des Vektors AB, das ist die Koordinate von B minus die von A. Also 0 minus A, B minus 0. Das heißt, die Koordinate des Vektors AB, das ist minus A, B. Da unser Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate, also so. Wir müssen also nur noch beweisen, dass die Summe dieser zwei Brüche gleich 0 ist. Die zwei Brüche haben den gemeinsamen Nenner und die Zähler sind genau entgegengesetzt, also ist diese Summe effektiv gleich 0, was genügt.